Was heute in Deutschland und der Welt los war, erfahrt ihr jetzt. Das US-Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass beim Anschlag gestern in Kabul 13 US-Soldaten getötet wurden und 18 weitere verletzt sind. Afghanische Stellen berichten von bis zu 182 Todesopfern, andere Stellen geben aber nur etwa 90 Todesopfer an. Aktuell gibt es für diese beiden Zahlen jedoch keine unabhängigen Bestätigungen. Präsident Biden hat bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass es für diesen Anschlag Vergeltungsmaßnahmen geben wird. Der österreichische Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache wurde vom Wiener Landgericht wegen Bestechlichkeit zu einer Haftstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage lässt die Bundesregierung prüfen, ob man auch die 3G-Regel in Inlandsflügen und in Fernverkehrszügen anwenden kann. Das heißt, dass dann nur noch geimpfte, genesene und getestete Personen dieses Angebot nutzen dürfen. Dies wurde nach einem Bericht der Bild-Zeitung über diese Pläne von dem Regierungssprecher Seibert am heutigen Tage bestätigt. Die Bundeswehr hat ihren 11-tägigen Evakuierungseinsatz mit etwa 5.300 evakuierten Personen abgeschlossen. Darunter waren ca. 500 deutsche Staatsbürger und 4.000 Afghanen. Alle rund 200 deutschen eingesetzten Soldaten sind aus Afghanistan ausgeflogen worden und landeten soeben in Deutschland. Begleitet wurden sie von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Das waren die wichtigsten Nachrichten des heutigen Tages. Morgen erfahrt ihr, was morgen los war. Und hier findet ihr noch ein neues Video von mir oder mein neuestes Video und die Playlist zu dieser Serie Wissen to News.